das. Ich muss auf Valhalla noch weiter spielen, fällt mir ein. Ach genau, ja, ich muss auch noch so viel. Kurze Frage, wenn mein Rechner jetzt hochfährt, dank der Discord-App, startet die direkt. Gibt es da irgendwie, dass ich das entfernen kann? Also wenn ich jetzt MS-Config eingebe, da ist sie komischerweise nicht im Autostart und so im Autostart ist sie auch nicht. Also wie geht das? Ich meine, ich mag das nicht, wenn sich sowas sofort Also öffnet. bei mir öffnet sich das nicht mehr. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Okay, dann muss ich da nachher mal ein bisschen in den Einstellungen rumfummeln. Ich kann nachher auch noch mal gucken. Mach ich schon. Mach dir keine Umstände. Ich mache mir keine Umstände. Gut. Wir haben ja Umstände, wenn ich dich bei DBD rette. Dann lass es doch einfach. Nee. Tö. Es macht ja so Nee. viel Spaß, dich sterben zu sehen. Boah, was? Immer, immer und Häng du mal immer. am Haken. Ich stelle mich davor. Ich lasse mich auch gehen, aber ich lache dich erstmal aus. Ich hoffe, es erwischt dich jetzt. Ehrlich. Für die Aussage. War doch gar nicht so gemeint. Selbstverständlich war das so gemeint. Ist ja doch kein Scheiß. Nö. Oh, Haddonfield. So jetzt hätte ich Zeit, mir jetzt ins DC zu Ohr zu flüstern. Können wir gleich machen nach der Runde? Muss ich nur gucken, wie ich dich in den Mod-DC kriege. Aber das kriegen wir schon hin. Nach der Runde, wie gesagt. Wenn das okay ist für mein Kompagnon. Warum sollte das nicht okay sein? Weiß ich nicht, weil du mein Kompagnon bist und eigentlich gar keine Meinung hast. Warum fragst du mich dann? Solidarität? Schwester? Heuchlerei? Man weiß es nicht. Ja, von mir aus, ich habe doch noch kein Problem mit. Das weißt du aber eigentlich auch. Ja, ich bin höflich. Warum rennt ihr eigentlich an den Generator vorbei? Wann bist du höflich? Gerade. Das war ich nicht. Oh! Warum schon wieder? Alter, sie. Weißt du, ich dachte, mein Ausruf mit "Ah!" wäre genug gewesen, um dich da wegzulocken. Ach komm, ich hab doch keinen Bock mehr auf diese Scheiße, ey, ehrlich. Da ist einer frustriert. Wieso immer ich als erstes? Jetzt aber schon klar, dass wir auch was anderes spielen könnten, wenn du so frustriert dafür bist. Ich installiere gleich alles, was ich auf dem Rechner habe. Nicht Herr der Ringe online. Auch alles, alles, hundertprozentig alles. Alles weg, alles weg. Nein, natürlich nicht Herr der Ringe online, weil ich immer noch Hoffnung habe, dass ich irgendwann Bingo Boffin töten kann. Was ist meine andere Info? Okay. Oh. Doch eine Scheiße Ich hier, ey. sag dir zumindest Bescheid, wenn es soweit ist. Wir müssen nur einmal diese Runde beenden. Dann kann ich dich in aller Seelenruhe einladen. Einpacken. Wir eh gucken, wie das funktioniert. Ich glaube, ich kann das auch einzeln steuern, dass ich dich zumindest für heute mal reinnehmen kann. Ohne Rechte verteilen zu müssen. Also explizit. Dich? Nö, noch nicht. Schade. Aber gleich. Okay, er ist gerade irgendwie an mir vorbeigelaufen. Ich habe aber keinen anderen gesehen, also. Ah. Das bin ich. Wow. Wow. Nein!
kann nicht sein, ey. Okay. Oh, Scheiße, Alter. Welche Dinge ist das? Ja, alles gut. Wie gesagt, wenn die Runde vorbei ist, gucke ich mal, ob ich das irgendwie machen kann. Und dann darfst du gerne joinen. Da hat keiner von uns was dagegen. Komm mit, wegen. Oh. Was denn? Wein. Ja, komm. Was, Fregel? Genau, heil dich. Fregel, das hast du. Ja, wir fummeln gemeinsam. Das macht dir gut, Sklaven. So, das war mit Absicht für das Sklave. Du Kleines, jetzt komm mal mit. Okay. Achso. Ja, wohin denn? Hier. Oh. Nee. Ja, das konnte ich gerade schlecht sehen. Aber ich glaube, er hat das Augenmerk auf die andere da gerichtet. Nein, hat er nicht. Ja, doch. Ich habe keine Ahnung. Achso. Wow, jetzt bloß kein Fehler. Alter, wie klein das Ding war, ey. Wie soll man denn das schaffen? Weißt du, ich sage, bau bloß keinen Fehler. Was macht der? Baut einen Fehler, ey. Heißt das, ich bau bloß keine Scheiße? Geht beides. Ja. Ach komm, wir verstecken uns einfach, bis die anderen fertig sind. Ja, toll, den kannst du nur alleine machen. Ja, ich weiß, ich wusste auch nicht, dass du mir folgst. Na. Bau bloß keine Scheiße. Ah, der ist auf der Straße. Genau, halt, tu mal Ausschau. Kann ich machen. Oh, da hinten. Siehst du wahrscheinlich auch. Ja, das sehe ich tatsächlich mal. Ich hab doch gedrückt. Das war... Weißt du? Ja, okay. Aber zu mir sagen, ne? Weißt du, das war bei weiß gedrückt. Im weißen Bereich. Ganze er kommt. Er geht. Nee. Er kommt. Hey, wo ist er denn? Er geht ins Haus, glaube ich. Yep. Dann müsste es eigentlich. Das war minimal zu spät. Ich habe früh genug Bescheid gesagt. Ich weiß nicht, ich sag minimal zu spät. Von dir kommt, ich habe früh genug Bescheid gesagt. Ja, natürlich. Wer nicht sagt, es war minimal zu spät. Ja, blablabla. Toll. In Falle gedreht. Du kleiner frecher Frecher. Das hast du mit Absicht gemacht. Ja, ich? Natürlich, du. Hallo, Quatsch. Wo hängst du denn noch da? Ach, der will, der ist ja aber noch. Also, du hängst ja immer noch auf deinem Kackdach, Feigling. Hallo, ich war gerade am Generator, ja? Ich bin jetzt wieder aufs Dach, weil ich dich retten will. Ja, ja. Entschuldigung. Oh Gott, wir werden alle sterben. Oh nein. Stehen jetzt, wo wir in Sicherheit sind. Wenn die eine Truhe daran. Mhm. Das glaube ich keine gute Idee wäre. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich gehe wieder ins Haus, ich will den Generator für dich kriegen. Der weiß 100 pro, wo ich bin. Aber wieso ist dieses Feld so klein? Was ist denn da jetzt los?
Irgendwo hier ist er, aber... Ja, der kreist um dein Haus rum. Oh, Kacke. Scheiß drauf, ey. Okay, scheiß nicht drauf. Ah, okay, da hinten ist er. Ah, dieser miese Sack, Alter. In meine Richtung. Ist er noch bei dir in der Nähe? Ich werd. Komm schon, ich hab den Generator fast fertig. Kacke. Ja, natürlich guckt er rein. Ich hatte den Generator fast fertig. Ich frage mich manchmal, wie sie mich in den ganzen Dingern finden, ne? Keine Ahnung. Time to say goodbye. Oh Mann. Das ist aber nicht schön. In dem einen Haus, direkt neben dem, wo du den anderen Generator hattest. Der ist ein Generator, der fast fertig ist. Das ist gut zu wissen, aber ich werde es nicht überleben. Oh ja, das sehe ich gerade. So, dann. Okay. Ja, klar, genau. Ach komm. So, warte mal dann. Spiel, ey. Warte, wie geht das jetzt, dass ich hier aber das Ding umändern kann? Warte, Kanal bearbeiten. Berechtigungen. Mitglieder oder Rollen hinzufügen. So. Gut, ich müsste jetzt eigentlich, man sagt, ich müsste dich jetzt eigentlich bei den Mods drin haben. Im Mod-Talk. Müsste das jetzt eigentlich damit rein können. Eigentlich. Ich meine, ich alles richtig gemacht habe. Warum werden mir jetzt nicht meine... Ah, ich wollte gerade sagen. Du müsstest eigentlich nur einmal joinen können. Also einmal nur selber da reingehen. Jo, ich kann auch einfach reinkommen. Hallo erstmal. Genau das meinte ich. mit ah, hallo. So, warte. Jetzt muss ich ganz kurz den Sound anpassen. Okay. Du kannst ruhig weiter schon reden. Ich muss hier nur kurz alles einstellen. Ah, alles gut, ich bin so ein bisschen genervt von meinem Spiel.
Euch geht's nicht besser als mir. Nee, das hier ist so. Kotz. Manchmal, ich meine, ich mag eigentlich das bei der Zeit, aber irgendwie kotz. Heute nicht. Heute mag das nicht. Ich find's immer noch toll. Ja. Das ist schön. Ja, jetzt kann ich euch mit meinen wundervollen Sätzen ins Ohr flüstern. Das stimmt. Na, schieß mal da los. Musst du nicht mehr alle, ja, da musst du nicht mehr alles vorlesen. Auch hätte ich auch kein Problem mit gehabt, aber so ist es natürlich einfacher. Jo, ich weiß. Aber wenn man sprechen kann, kann man so eine gewisse Würze an Sarkasmus noch mit reinwerfen. Ja, das stimmt. Da hast du recht, da hast du recht. Ja. Das war ja letztens so eine Sache mit dem Flammenwerfer. Warum brauchen Flammenwerfer ein Sniper-Visier? Ja, wenn es sonst zum Laserpointer wird. Meint ihr das wirklich ernst? Oh Mann. So, mal sehen, wann die nächste Sterberunde beginnt. Oh. Oft haben wir ja heute noch nicht gewonnen. Nee. Ich zweimal. Habe ich letztens erwähnt, dass ich schon in der Notaufnahme war? Nee. Ich glaube nicht. Wieso das denn? Die kurze oder die lange Version? Das, wie du möchtest. Es bleibt dir überlassen. Wir haben Zeit. Okay, da versuche ich mich nicht allzu lang zu halten. Die Oma von meiner Frau, die ist, ja, um es freundlich auszudrücken, schwierig, wie halt so alte Leute sein können. Naja, und wenn die gewisse Sachen sieht, macht sie sich extrem große Gedanken und interpretiert ihre eigene Welt da rein. Naja, ich bin mit meiner Frau jetzt seit fast 11 Jahren verheiratet, alles ist super, alles ist toll. Allerdings habe ich in den letzten paar Jahren ein bisschen mehr zugelegt, wegen Corona halt jede Menge zu Hause sitzen. Und dementsprechend habe ich jetzt eine längere Zeit mein Ehering um den Hals getragen an der Kette. Ja, ich habe den Ring jetzt seit über 1/2 Jahr nicht mehr getragen und was ich nicht berücksichtigt habe, weil ich sehr stark angefangen habe, meinen Oberkörper zu trainieren, haben meine Finger auch an Masse dazu gewonnen. Und als wir zu der Oma gegangen sind, die im Sterbebett liegt, ja, habe ich den Ring aufgesetzt, damit sie sich nicht unnötig Sorgen machen muss. Und ich habe ihn nicht mehr abziehen können. Ey, okay. Oh. Mhm. Ja. Ja, es klingt nach so einer Kleinigkeit. Oh ja, ein Regen auf dem Finger. No, Kleinigkeit. Ja. Mhm. Ich konnte ihn wirklich nicht abziehen. Ich habe viele Sachen versucht. Mit einem Bindfaden und hast nicht gesehen und sonstiges. Ja, es endete darin, dass ich wirklich zur Notaufnahme musste, den Finger vorgezeigt habe und sofort dran war. Die haben mich als Notfall, ich habe mich nicht mal geschafft, auf den Stuhl zu setzen, die haben mich als Notfall sofort behandelt. Die haben gesagt, ich hätte bis zum 5. Morgen nicht mehr warten dürfen, weil sonst der Finger abgestorben wäre. Okay, das ist heftig. Alter. Also hat er quasi die komplette Blutzufuhr gestoppt, der Ring. Ja, nicht komplett, aber der ist schon rot angelaufen. Oh, das ist übel. Das ist sehr, sehr übel. Ich sag's nur einfach mal so, ich habe die Sache ein bisschen unterschätzt. Ja gut, man denkt sich ja eigentlich so, ist nicht unbedingt viel bei. Ja, mein Gott, es ist ein Ring, den du jahrelang am Finger hattest, weißt du? Naja, eben drum. Und plötzlich kriegst du den nicht mehr ab. Das ist echt schlecht. Das ist sehr schlecht. Oh Mann. Wie haben sie den dann jetzt entfernt? Mit einem sogenannten Ringschneider. Aha, okay, also wurde er komplett kaputt gemacht.
Er wird tatsächlich durchgeschnitten an dieser einen Stelle, ja. Ich bin, wie gesagt, ich bin in die Notaufnahme rein, habe das Formular ausgefüllt, wird dann weitergeleitet worden, quasi in diesen Wartebereich. Ich habe es nicht mal geschafft, mich hinzusetzen und wurde schon in den Behandlungsraum reingerufen. Der behandelte Arzt hat sich meinen Finger nur, ich weiß nicht, 2 Sekunden nicht mal angeguckt und sofort gesagt, oh, da können wir nichts machen, der Ring muss sofort ab. Okay, ja, okay, das ist krass. Ja, aber sowas macht man sich ja eigentlich generell nie so Gedanken, ne? Nee. Ja, vor allem, ja, jetzt mal grob gesagt, es hat sich nicht angenehm angefühlt, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es wäre jetzt lebensbedrohlich oder dass mein Finger abstirbt, weißt du? Naja, aber hätte im schlimmsten Fall ja passieren können. Ja, das war die Aussage vor dem Arzt. Heftig. Und ich schätze mal, ein Arzt, der das gelernt hat, wird nicht so ganz Unrecht haben. Ja, dem sollte man im besten Fall, also weiß er, was er sagt. Hm. Oha. Ja, so nochmal so mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja, mehr oder weniger. Die Schwellung ist bis heute noch nicht weg. Okay, und wann war das? Das war letzte Woche Samstag. Ei, und das ist immer noch nicht komplett weg? Nein. Krass. Alter. Das ist schon... Ja. Das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Erlebt man auch nicht jeden Tag. Das ist richtig. Ja, mit mir wird es nicht langweilig, sagt meine Frau. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Naja, so vielleicht so, ja, weiß ich auch nicht. Kann ich nicht so sagen. Ja, liegt immer im Auge des Betrachters. Richtig, richtig. Das stimmt. Aber 11 Jahre vorher, das ist auch noine lange Zeit. 10,5 im Augenblick etwa. Ja gut, okay. Trotzdem eine lange Zeit. Kann man nicht von der Hand weisen. Nee. Ja, fast 11 Jahre verheiratet. Davor waren wir 2 Jahre zusammen und davor haben wir uns 3 Jahre gekannt. Also. Das ist schon ordentlich. Ja. Mein Frosch und ich sind ja jetzt auch schon bald 6 Jahre zusammen. Ja, stimmt. Mhm. Und wir sind jetzt zwar keine 11 Jahre, aber. Na, 6 Jahre in unserem Alter oder in meinem Alter zu schaffen, ist schon ein Wunder. Wenn ich da so mal in der Ecke meiner Freundin gucke, die ihre Beziehung vielleicht gerade mal ein halbes bis ein Jahr halten können. Also. Meine Frau hat damals auch eine, eigentlich Umschulung, die hat eine Ausbildung gemacht, eine neue Ausbildung, weil die auf ihren aktuellen Job keinen Bock mehr hatte. Das kann ich auch verstehen, wenn du Kindererzieherin gelernt hast und dann selber Kinder hast und überhaupt keine Ruhe mehr hast, kann man es nachvollziehen. Also, ihr habt Kinder? Wir haben sogar 2 Kinder. Ah, okay. Darf ich mich mal ganz, so ganz frech fragen, wie alt ihr seid? Weil du klingst so noch sehr jung, finde ich. Also, finde ich. Danke. Mein Name ist im Discord Masaki 83. Was glaubst du, wofür 83 steht? Ja, dann bist du ein Jahr älter wie ich. Ja. Ich bin 84er Baujahr. Ja, siehst du, bin ich ein Jahr älter. Und ich bin ganz jung, 96. Ach, man ist nur so alt, wie es sich fühlt. Das sowieso. Das sowieso. Also in Kajas Sinne sehr, sehr alt. Nein, eigentlich nicht, hallo. Du weißt doch, wie ich das meine. Moment, ja. bei uns Männern ist es ja noch ganz anders. Auf der einen Seite heißt es, wir werden 5 und dann nur noch älter. Ja. Und auf der anderen Seite heißt es, wir Männer werden nicht alt, wir sind wie guter Wein, wir werden nur besser. Ja, ja, das ist so. Das war jetzt mit Zweifeln. Oh, doch, da hat er recht. Wir werden im Alter nur attraktiver. Das mit den 5 Jahren, da stimme ich zu. Gar nicht. Doch. Aber ganz gewaltig. Ich sag aber nicht, dass das schlecht ist, ne? Nein. Davon mal ganz abgesehen. Ich meine, bei Frische stimmt es.
Und ich finde es toll bei Frisches. Was denn? Dass er, also was meinst, dass er immer noch verspielt ist wie 5 Jahre. Naja. Also. Wieso schon wieder ich? Wo kommt denn der jetzt her? Ich liebe das Leben. Komm, ey, hier, ich blende dich mit meiner Taschenlampe. Verpiss dich. Hier, komm, halte dich, Taschenlampe. Du Arsch, das hat ihn gar nicht gestört. Du bist sogar in unserer Nähe. Du bist ja nicht weit gekommen. Schön. Ist das denn mich auch noch? Ey, komm. Genauso, Gandalf, ey, ehrlich. Welcher Killer ist es denn? Michael. Ah. Ist er noch bei dir? Ja. Okay. Jetzt, oh, jetzt hebt er mich endlich hoch. Ja, schön, danke. Was ein Service. Gott, was ist dieses Spiel? Ich suche nebenbei schon mal nach der... Oh, okay. Ich suche nebenbei schon mal nach der Luke. Das ist echt so deine Hauptaufgabe geworden, ne? Ich lasse alle sterben, ich suche nach der Luke. Ja, mittlerweile. Bringt Punkte. Bist du das? Ich? Nee, ich bin hier oben auf dem Dach. Dach geflogen. Nein! 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 Doch, ich hab's geschafft. Du steigst rein, ich hab meinen Boss gelegt. Er steht vor mir, guckt mich an, weil ich hier in so einer Zwickmühle sitze. Also macht, ich lenke ihn ab hier. Blitze, Taschenlampe, guck mal. Aua! Scheiße, fand er nicht so gut. Oh, da ist ja wieder meine Generator-Tuse. Hallo! Machen wir wieder zusammen den Generator. Was ist denn eine Generator-Tuse? Eine, mit der ich immer den Generator mache. Eieiei. So, komm, wir haben den Generator fertig. Irgendwie werden meine Runden immer kürzer. Du wirst aber immer schlechter. Die Nacht wird auch immer kürzer, nicht wahr? Ja. Das stimmt. Ach Mensch, jetzt komm schon. Ich glaube, das ist heute nicht dein Tag. Nee, ich glaube ich in der Tat auch nicht. Oh. Gott, wer ist denn so dämlich und rettet mich da jetzt auch noch? Ich bin schon halb tot. So, Maike hat mich jetzt auch mal gefunden. Oh. Oh, Michael. Und du hast dir tatsächlich jetzt dein Siegel-Emulator in Steve reingeschmissen, habe ich gesehen. Ja. Hast du da noch nicht genug Spiele in deiner Liste? Nein. 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 Es können nie genug Spiele für sie sein. Nein! Scheiße! Er wäre beinahe an mir vorbeigegangen, ey. Nee! Ich habe mir jetzt auch gerade, also ist auch schon wieder ein bisschen länger her, ich hatte mir ja Resident Evil 2 gekauft vor ein paar Monaten. Und Moment, die Neuauflage? Ja. Also, okay. Und dann, ich glaube, das ist jetzt 3 Wochen her, 2 Spiele von der Sword Art Online-Reihe. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Davon gibt es auch eine Serie, so ein Anime. Haben wir da nicht gestern noch drüber geschrieben, wo du den Anime geguckt hast? Ja. Wir haben da gestern... Hier, Taschenlampe. Scheiße. Danke, dass du dich für mich geopfert hast. Ja, mache ich doch gerne. So, ich verabschiede mich dann mal. Tschüss. Hallo Mädels, ne? Weißt du, wer jetzt den Rahmen hier im Saal? Alter, lauf doch! Oh, sie hat sich geopfert für uns. Nee, ich hab mich geopfert. Ach, den haben wir ja schon. Jetzt mach wenigstens was draus. Ja, ich suche nebenbei noch die Luke. Du sollst nicht die Luke suchen, du sollst... Oh. Ja, ich suche Generator und Luke. Ich werde nur kaum nebeneinander stehen. Ich denke, das Glück wirst du nicht haben. Weißt du nicht.
Nee, weiß ich nicht, stimmt, aber würde ich mal vermuten. Aber wie das Kampfsystem bei diesen Shining Force ist, das hast du schon verstanden, als ich dir das erklärt habe, oder? Also ich habe mir darüber ein Video angesehen. Er kommt hoch, er kommt. Das habe ich schon gesehen. Ich habe auch geguckt. Ist nicht schlecht. Also ich bin jetzt auch nicht einer, der unbedingt auf Grafik achtet. Klar, es ist natürlich schon, es ist ein altes Spiel. Aber ja, das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Also ich wollte gerade sagen, wenn die Story und das alles andere passt, dann why not? Ich bin echt ein absoluter Versager und Noob, wie man so schön sagt, was Englisch angeht. Daher kenne ich die Story gar nicht. Ich spiele das wirklich tatsächlich wegen dem Kampfsystem und okay. Ey, das macht mir so viel Spaß, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Na dann, ja, warum nicht? Das ist im Grunde so, du musst ja so vorstellen wie ein Schachspiel, wo jede Figur nacheinander zieht in einen kreisförmigen Bereich. Ja, ist halt so ein, ja, so wie, ja, Taktik halt, ne? Ja, genau. Das ist halt, ja. RPG-Taktik-Spiel. Könntest du vielleicht so ein bisschen mit Final Fantasy Tactics vergleichen, so grob herbeigeführt? Ja, nee, nicht nur grob, das ist tatsächlich ein sehr guter Vergleich. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass du das Spiel kennst. Ist okay. Doch, also das Original Tactics kenne ich, dann gab es ja noch so ein paar Abwandlungen, das habe ich, also ich meine, ich habe es nicht original, muss ich sagen. Ich habe es für die PlayStation 1 gebrannt, weil damals, wo ich die PlayStation 1 hatte, das, ja, da war das noch alles nicht so mit, dass ja, du heutzutage drankommst, so ja, wie jetzt, aber coole Sache. Findest das Original Final Fantasy, Tactics, ja. Ja, und das ist im Grunde, jetzt sagen wir mal einfach das Original. Es ist nicht die Original-CD, aber es ist das Original-Spiel. Es ist das Original-Spiel, ja, das stimmt. Ja, und genau so ist im Grunde Shining Force. Also ich fand das nicht schlecht. Ist es gewöhnungsbedürftig? Ist es was anderes? Aber es ist nicht schlecht. Mhm. Es hat einfach halt dieses taktische. Das liegt nicht jedem. Ich musste mich da auch damals reinfuchsen, aber ich fand's gut. Mhm. Kannst du dich zufällig grob erinnern, wie viele Leute man bei Final Fantasy Tactics hatte? Oh, das waren auch. Boah, jetzt muss ich da. Ich glaube, du konntest später noch mit reinführen, aber ich glaube, gestartet hast du auch so mit 5, 6, 7, 8. Ja, Charakter. Aber nachher hattest du irgendwie 9 oder 10 Leute oder so. Ja, du konntest immer mehr hinzufügen, also du konntest noch eine gewisse Anzahl hinzufügen. Ja, und das bei Shining Force hast du 12 Leute in deiner Party und insgesamt kannst du um die 20 Leute finden. Nicht schlecht. Das ist schon ordentlich. Deswegen, und wenn man wirklich, so wie ich zum Beispiel, keinen hohen Wert auf Grafik setzt, weil mir ist Grafik wirklich relativ egal, sondern einfach an dieses Spielspaß und Story, dann kann man mit Shining Force richtig viel Spaß haben. Das ist bei vielen Spielen so. Wie heißt denn das? Ich glaube, es ist auch für die PlayStation 1 Eternal Eyes. Sagt dir das was? Ist auch so Rollenspiel-Taktik. Fand ich auch nicht schlecht. Super Game. PS1, wie hieß das? Eternal Eyes. Eternal Eyes, ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man das schreibt. Also Eternal, wie man es spricht. Und dann Eyes halt wie Englisch Auge. Oh Gott, ja. Buchstabier mal E. Ja, Google sagt mir das gerade. Okay. Ich gucke. Moment, gib mir ein paar Minuten. Ja, klar. Nee, das sagt mir jetzt gerade gar nichts von den Bildern, die ich sehe. Ist aber auch so Taktik und. Ja, so sieht das aus, aber es sagt mir nichts. Ist auch, glaube ich, eher unbekannt. Was auch ein sehr gutes Spiel ist, das hat zwar weniger was mit Taktik zu tun, aber da hast du auch. Meine verhältnismäßig viele als Kämpfer ist Valkyrie Profile, auch sehr geiles Spiel. Ich muss euch kurz unterbrechen, ich bin gleich wieder da. Moment bitte. Alles klar. Ach, man hört auch mal wieder was von dir. Ach, willst du ein. Ich war hochkonzentriert. Mill, Alter, verpiss dich da, ey!
Ja, selbst schuld, ey. Wie kann man so dumm sein und da stehen bleiben? Ey, ja, ist doch wahr. Weißt du, steht Scheiße. Da, sieht, dass ja, jemand kommt. Ja, ich hab's gesehen. Ey, wie dumm. Oh, regt mich sowas auf. Ja, an die Mauer brauchst du mich nicht packen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Ey, so ganz kurz. Das ist mies. Boah, wegen dieser blöden, dummen Kuh, ey. Das ist echt mies. Auf der Map scheint es keine Luke zu geben. Ich habe keine gefunden. Okay. Ja, ist ja immer unterschiedlich. Ich ging jetzt eigentlich davon aus, dass es auf jeder eine gibt. Mm-mm. Es gibt nicht immer eine, glaube ich. Ja, jetzt kommt. Weißt du, ich habe sie eben die ganze Zeit gerettet, ne? So. Wo sind sie jetzt? Bei mir sind sie nirgendwo mehr. Willkommen zurück. Ah, doch, jetzt auch mal. Nein! Ja, Aidaria ist gerade im Rage-Modus so ein bisschen. Alter, du kleine. Na? Ja, ist das Stream FSK 18? Ja, ist so. Ja, ist da. Tatsächlich. Ja, darfst du sagen, was du willst. Ey, diese blöden. Piep und dann Piep und Gewinner, Piep und ich werde Gewinner- Piep. Blümchen, ey. Gewinnerblümchen? Kaya? Ja. Mir kommt gerade so ein Gedanke, weil du meintest, ich höre mich doch so jung an. Finde ich jetzt schon. Ich finde nicht, du klingst jetzt, ist, wer weiß wie alt. Pass auf, ist mittlerweile, wie lange ist das her? Das müsste mindestens 15 Jahre her sein. Da habe ich mal über eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Mhm. Und da hatte ich einen,